damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars The Clone Wars. Heute unterwegs mit Anakin und wow, Obi-Wan, wer hätte es gedacht? Anakin und Obi-Wan. Das Dream Team. So, erstmal wieder hier gucken. Nach Yold und Yeld. Schließlich wollen wir reich werden ohne Ende. Und da kommen nur Sith rein, oder? Ja, nur die Separatisten. Dammit. Ich finde, man sollte es auch mal auf der bösen Seite spielen können. So, und den lassen wir jetzt da reinrauschen, oder was? Na dann, let's go. Aus welchem Winkel? Ja klar, wenn wir es disrespekten und nicht anschauen. Alles klar. Boah, so viel Gold. Na gut, wir sind jetzt auch im Hause des reichen Königs. Da muss das Gold fließen. Und wäre nicht. So. Zerstören wir das hier noch. Feuchtfröhlich, wie wir sind. Zack. Einmal im Kreise drehen. Und das hier wieder kaputt machen. Und dann geben wir hier wahrscheinlich auch wieder ein Autogramm. Oder ziehen einen Schlussstrich. So. Gott, welchen Tag haben wir denn heute? Heute müsste Samstag sein. Heute nehme ich ja ein ganz besonderes Video auf. Also in Wirklichkeit nehme ich das gerade am Donnerstag auf. Aber wenn ihr es seht, wenn ihr es denn pünktlich seht, nehme ich ein ganz besonderes Video um diese Uhrzeit gerade auf. Oder ich bin schon am Schneiden. Das Video wird dann hoffentlich, wenn ich es hinkriege, nächste Woche Mittwoch erscheinen. Und ja, ich freue mich sehr auf das Video. Wird dann wahrscheinlich auch eins der aufwendigsten Videos sein auf diesem Kanal. Ach so. Ach so. Ups. Da war das Ganze noch nicht vollständig. Alter, wie viel Gold man hier kriegt. Ich würde ja auch PlayStation 2 Spiele zocken, aber bei mir ruckelt der Dings. Mann, die Virtual Console. Leckt bei mir, was das angeht, ziemlich dolle. Macht also eher wenig Bock. So, was sollen wir denn hier überhaupt machen? Verwirrung und Verzweiflung macht sich breit. Hä? Ich check nicht. Wohin? Hä? Wo soll ich denn hin, verdammte Scheiße? Du willst mich doch verarschen. Ich stand da eben daneben, mehrmals. Und es hat nicht funktioniert. Ich konnte damit nicht interagieren. Und jetzt auf einmal. Ich
fühle mich von vorne bis hinten betrogen vom Spiel. So, das hier kaputt. Nächste kaputt. Ja, ich finde es super, dass meine Steine da alle, das ganze Geld einfach außerhalb der Map fliegt. Fliegt mit PH. Ach du Scheiße, ey. Am besten jetzt hier runterfallen, wie ein Tausender verlieren. So wie man es von mir gewohnt ist. We call it the feinste Warenmanier in Germany. Und Highlight-Videos muss ich auch noch schneiden. Oh. Das wird ewig dauern. Yo, was seid ihr? Widerlich, zurück. Geht zurück dahin, wo ihr hergekommen seid. Und wenn es das Loch eurer Mutter ist, dann meine ich das auch. Zurück, ihr Widerlichen. Ja, das sind Zombies oder was? Okay, natürlich kein Leben zurückbekommen und da hinten bauen wir schon mal den Autogrammstand auf. Uah. Besten da wieder runterfallen, ne? Und ein Autogramm für diese Tür. Und ein Gold kriegen wir dafür. Wow. Ihr wollt also kämpfen, ja? Kann man die Bomben irgendwie entzünden? Nö. Können wir nicht. Schade. Warum nicht? Das ist noch kaputt und dann bauen wir da schon eine Bombe auf. Sprengen dieses, was auch immer das darstellen soll. Ist das die Brutmutter oder was? Ist ja widerlich. Und tschüss. Entschuldigung, Digga, die haben genau diesen Ruf. Glaube ich sofort. Übrigens, sobald mein PC endlich da ist und steht und alles, ja, wird ARK Staffel 2 losgehen. Habe ich jetzt beschlossen. Und zwar keine normale Version von ARK, sondern gemoddet. Damit das schon mal klar ist. Ich werde eine gemoddete Version von ARK zocken. Und im Singleplayer. So, schon mal ein Roman, der mitzocken möchte, wahrscheinlich. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber Staffel 2 werde ich einfach mal im Singleplayer erkunden. Was halt auch hauptsächlich daran liegt, dass ich am PC aufnehme. Und mein Gamer an der PlayStation zockt.
ganze Gold mitnehmen. Hm, dankeschön. Zur Erde. Hier. Zack, jetzt die Klappe. Sonst schweiße ich dir den Mund zu. Wo kein Mund ist, kann auch kein Wort rauskommen. Solche Passagen hasse ich. Okay, das Gold wird immer weniger. Bald werden wir nicht mehr den wahren Jedi erreichen. Dammit, dammit, dammit. Okay, hier wieder ein Autogrammstand. Zack, zack. Na, dann geben wir auch gleich mal ein Autogramm. Hier einmal für dich. Und der rote Stein. Wow. Geil. Dafür, dass das übelst easy war. Roten Stein. Jetzt auf der Seite wahrscheinlich noch so ein Mini-Dingsbums. Oder einen blauen Stein. Zeig mal hier. Für dich gibt es auch ein Autogramm. Tatsächlich, so ein Mini-Ding. Ist ja unglaublich. 0% schwer. Und dann sowas. Aber wahrscheinlich ist der freigeschaltete Sheet irgendwas Lames. Automatisches Geld einsammeln, das wäre cool. Wird es aber wahrscheinlich nicht sein. So. Tick. Tack. Und Toe. Gehen Sie mal bitte weg da. Ich möchte das Gold, Dings haben. So dick ist er, was geht denn hier ab? Legt euch mal hin. Und übrigens das Spiel, was auch als erstes kommt, sobald eine Capture Card oder die Capture Card da ist, wird Lego Jurassic World sein. Von der Wii U aus. Wenn denn alles klappt. Oh, ich find's cool, dass die warten. Ja, Jungs, ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich glaube, ich gehe da jetzt durch. Habt ihr was dagegen? Nee, dachte ich mir. Tschüss. Ja, zurück. So. Dann haben wir das auch weg. Aua. Was ist das für ein Benehmen? Okay. Okay, Waffenbug. Okay, lol. Zack, 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 zack. Mehr Gold für uns. Okay, da hinten könnte man, glaube ich, mit einem R2-D2 hin, aber nicht wieder zurück. Hätten wir aber langsam mal genug haben hier. Das sag ich doch.
Peng. Sogar in anderen Farben mal hier so ein Hebelding. Ach, was, muss ich die Zeit jetzt überleben oder was? Wow, das ist einfach nur easy. Ja, tschüss, Jungs. Oh Gott, seht ihr das im Hintergrund? Das war's. Aua. Peng. Peng. Ihh, das ist die Brutmutter. Ey. Ab mit ihr. Wurden dir nicht lang genug deine komischen Tentakel massiert oder was? Ja, friss. Jetzt ist es sauer und wirft mit ihren Babys nach mir. Ach, da drin herumlaufen macht auch Schaden. Zack. Auch. Ich find's auch sehr cool, dass er jetzt einfach aufhört. Und mich einfach machen lässt, Alter, der Bildschirm. Hab sie getötet. Jetzt ein feinster Crash Bandicoot-Manier hier weg. Nice. Ja, ich liebe es, wenn Dinge komplett von vorne starten. Das nimmt die komplette Spannung raus. Not nice. Wow. Yeah.
Okay, das fand ich eben ziemlich cool. Mit dem Laserschwertfarben, die als Cupcakes dargestellt wurden. Das war wirklich nice. Und sind wir jetzt wirklich durch? Ja, sind wir. Wir sind durch. Ja. Und dann bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr habt auch fleißig geteilt und geliked. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, haut rein und bleibt gesund. Man sieht sich.